Ja, jetzt habe ich gerade hier ein schönes Flugblatt in der Hand gekriegt. Keine Bebauung des Tempelhofer Feldes, Volksbegehren unterstützen von Die Linke. Der Senat plant eine Bebauung des Tempelhofer Feldes. Dagegen regt sich Widerstand. 30.000 Berlinerinnen und Berliner haben innerhalb weniger Wochen die erste Stufe des Volksbegehrens der Bürgerinitiative 100% Tempelhofer Feld unterschrieben. Keine Bebauung und keine Privatisierung des Tempelhofer Feldes. Denn dieses Feld ist zu einer einmaligen, kostenlosen Freizeitstätte geworden. CDU und SPD treiben Mieten hoch. CDU und SPD wollen Investoren mit der Bebauung des Feldes verschaffen. Die CDU spricht sich mit einem Antrag in der Bezirksverordnetenversammlung für eine Wohnbebauung auf der Neuköllner Seite des Tempelhofer Feldes aus. Dabei werden keinerlei soziale Ziele formuliert. Vielmehr scheint es, als wird die neue Siedlung im Hochpreissegment angestrebt. Auch die vom Senat beauftragte Tempelhof GmbH plant an der Neuköllner Oderstraße zum Beispiel 1660 Wohnungen der Extraklasse. Die Miete soll bei 14 Euro pro Quadratmeter liegen, dreimal so hoch wie im benachbarten Schillerkiez. Schon jetzt leiden die Mieterinnen und Mieter in Neukölln unter massiven Mietsteigerungen. Eine Bebauung würde die Mieten in den angrenzenden Kiezen weiter hochtreiben. Die SPD benutzt den Wohnungsmangel, um das Feld an Investoren zu vergeben. Sie verspricht neue preiswerte Wohnungen in ganz Berlin. Doch gerade die Politik der Neuköllner SPD unter Bürgermeister Buschikowski hat die Mieten in den letzten Jahren steigen lassen. Er sorgte dafür, dass systematisch Sozialwohnungen auf dem freien Markt vermietet werden. Deshalb haben immer mehr Menschen mit geringem Einkommen und Hartz-IV-Betroffene große Probleme in Neukölln, eine Wohnung zu finden. Außerdem weigern sich SPD und CDU mit einem Milieuschutz in Neukölln, die Mieten gesetzlich zu begrenzen. Das wäre unter anderem im Schillerkiez dringend notwendig. Mieten runter. Die Linke Neukölln fördert, die Mieten bei Neuvermietung zu begrenzen. Die Kosten für energetische Sanierung dürfen nicht auf Mieterinnen und Mieter abgewälzt werden. Wir lehnen Privatisierung von städtischen Wohnungen sowie die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ab. Die Linke Neukölln will das Feld als Erholungsfläche erhalten. Es gibt in Berlin ausreichend andere Bauflächen als das Tempelhofer Feld. Zunächst müssen wir aber die vorhandenen Wohnungen genutzt werden, indem Leerstand, Zweckentfremdung und Umwandlung in Ferienwohnungen verboten wird. Erst wenn aufgegebene Krankenhäuser, Kasernen, Geschäfts- und Büroflächen in neue Sozialwohnungen umgewidmet wurden, sollen Sozialwohnungen neu gebaut werden. Wir fordern alle Berlinerinnen und Berliner auf, die zweite Stufe des Volksbegehrens Tempelhofer Feld zu unterstützen und mit uns gegen steigende Mieten und für bezahlbaren Wohnraum in Neukölln zu kämpfen. Soweit das Flugblatt der Linken.